Hallo ihr Lieben, Sonntag, der dritte Advent, noch ein paar Tage bis zum Fest der Liebe und damit die Zeit ein wenig schneller verfliegt, eine neue Folge Schlagergossip heute mit Hansi Hinterseer, Howard Carpendale, Roland Kaiser und Helene Fischer. Heute ist nicht nur der dritte Advent, also drei Kerzlein brennen, ich hoffe zumindest bei euch, denn bei mir hat es nur zu einer gelangt, sondern auch, Achtung für alle, die es nicht wussten, wieder was gelernt mit Schlagergossip, der Tag der Berge. Und wer würde da besser passen als Hansi Hinterseer? Der verrät nämlich jetzt in einer unserer Lieblingszeitschriften, meine Heimat ist meine Kraftquelle. Ja, aber was ist denn die Heimat für den Sänger? Heimat ist da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mich wohlfühle und wo meine Familie ist. Dann verrät er noch, dass er zum Jahresende immer sehr nachdenklich wird, aufs Jahr zurückblickt, geht dann wandern mit seiner Familie und sammelt Barbara-Zweige. Sehr, sehr romantisch. Ja, ich muss sagen, ich kenne das mit dem Nachdenklichwerden, das Jahr Revue passieren lassen. Man hat sich ja wahnsinnig viel vorgenommen und guckt jetzt mal, was ist passiert, was ist vielleicht auch nicht passiert. Und vor allem freue ich mich, ganz viele schöne Momente mit vielen von euch wieder in Erinnerung zu rufen und die nochmal zu erleben. Auch Howard Carpendale wird in der Weihnachtszeit richtig familiär. Nächstes Jahr geht's ja auf große Tour für ihn. Aber vorher entspannt er nochmal richtig schön, wie er unseren Freunden der bunten Blätter verrät. Alle kommen zusammen, kochen gemeinsam und man isst, blickt auf das Jahr zurück und schaut auf das Kommende. Aber er gibt auch zu, dass er manchmal zu wenig Zeit für seine Lieben hat. Aber hey, dafür ist doch Weihnachten schließlich auch da, Zeit mit Menschen zu verbringen, die man vielleicht sonst nicht so oft sieht. Sein großes Herz zeigt auch immer wieder Roland Kaiser. Jetzt ist er völlig verdient mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande von Bundespräsident Joachim Gauck ausgezeichnet worden. Roland erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit für benachteiligte Kinder. Er ist zum Beispiel Schirmherr der Cottbuser Tafel, unterstützt das Kinderhospiz Mitteldeutschland und. Roland, ich zieh den Hut. Vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit und herzlichen Glückwunsch zur Ehrung. Und dann noch eine kleine Meldung von unserer Helene. Die singt den Titelsong Ich bin bereit zum neuen Disney-Film Vaiana. Schaue ich mir definitiv an, bin auch bereit, ich freue mich auf den neuen Song. Wird ja auch gern mal einen Filmtitel beisteuern. Oder einen Esel synchronisieren oder so. Ich arbeite dran und ihr vergesst bitte nicht den Goldstar Adventskalender auf goldstar-tv.de. Holt euch jeden Tag Grüße von euren Stars oder gewinne. Schöne 7 Tage, ich freue mich auf nächsten Sonntag. Ciao, euer Julian.